Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem Video hier vom Kanal und ja, heute mal ein kurzes Info-Video, denn das neue Schwert Infinity Blade ist jetzt verfügbar. Diese mystische Nahkampfwaffe verursacht eine Menge Schaden und zerstört Gebäude. Sucht bei Polar Peak danach, also das ist der große Eisberg, wo auch die Burg drauf ist. Und außerdem ist der zeitlich begrenzte Modus hautnah wieder verfügbar, bringt den begehrten Nahkampf auf ein neues Level mit Jetpacks und Schrotflinten. Ja, nice Sache, hier ist auch der hautnahe Modus, also da gibt es nur Pumps, extrem geil. Aus Kisten sieht man da meistens die Heavy Pump oder die neue Pump, die drin ist. So Leute, und jetzt sage ich mal kurz noch was zum Shop. Ja, heute ist die Valkyrie mit dem Valkyrenschwing im Shop. Dann hier Frostschwinge. Ich finde das halt richtig geil. Die Valkyrie und den Kleider hat auch Basti. Ja, gibt's nicht zu sagen, beide Sachen extrem geil. Dann hier Schlappohr mit dem Knapperbärchen. Pressluft-Tacker. Flausch. Siegel und hier der Knorrer mit dem Wuffel. Ja, finde ich auch ganz nice, die ganzen Sachen hier. Gibt's nicht zu sagen. Kann man sich holen. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Außerdem ist heute das neue. Es ist jetzt. Das ist eigentlich das erste Mal, dass das Leviathan-Paket drin ist. Ich meine, es gab ja auch vorher schon Pakete. Ist eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. Ja, ob man es jetzt unbedingt braucht. Also die ganzen Sachen würde ich mir jetzt nicht unbedingt holen. Was ich eigentlich ganz geil finde, ist die hier, die Clubballhacke. Ist auch egal, wir kommen mal jetzt zu den ganzen Skins. Hier ist der Leviathan mit dem Fischtank-Backpack. Hier globale Hacke und die Planetensonde. Also wie gesagt, das ist ganz nice. Die eigentlich auch, aber die zwei Skins würde ich mir jetzt nicht unbedingt holen, weil 2000 V-Bucks kosten die normal im Shop. Aber ja, wer das ganze Set feiert, gönnt euch. Ist auch vom Weltraumforscher-Set, also das Set ist in 7.3 entstanden. Ja, ganz nice eigentlich. Dann hier der Schaltkreis-Killer. Ja, Leute. Wer es braucht, dann hier voll ablachen. Das war echt extrem lustig, am Mode wieder rausgekommen ist. Ich meine, damals so, wenn man jetzt jemanden extrem komisch oder ja generell killt und man macht diesen Tanz, das ist nur eine Art Loser-Tanz. Ich weiß nicht, der gleiche, aber trotzdem. Ja, ihr wisst, Leute. Dann hier die Nachteule. Ja, okay. Und hier oberpeinlich. Mode. Ja. Kann man schon kaufen. Auch sowas wie hier voll ablaufen. Generell so Emotes, die einfach, wenn man gekillt worden ist, einfach abfacken, sagen wir mal so. Ja Leute, das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf alle Fälle mal einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr Lust habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.